soweit. Ich bin tierisch aufgeregt, ich weiß nicht, ob man mir das anmerkt. Nein. Das ist die erste Predigt, die ich überhaupt in meinem Leben halte. Ja, Janusz hat schon ein bisschen was vorweggenommen, worum es heute gehen soll. Und genau, es geht um Gebet und die Stoßrichtung soll ein bisschen sein, wie ist das in herausfordernden bzw. schwierigen Zeiten. Yes, Janusz has said, mentioned a little bit the topic of the sermon is going to be prayer, and we're going to look especially at, we're going to focus on how to pray in difficult times. Janusz zitierte eben schon mal aus Römer 9 und damit möchte ich auch gleich beginnen. Ich würde hier einmal Römer 9, Verse 1 bis 3 vorlesen. Was ich jetzt sage, sage ich vor Christus. Mein Gewissen bestätigt es und der Heilige Geist bezeugt mir, dass es die Wahrheit ist. Mein Herz ist von tiefer Traurigkeit erfüllt und es quält mich unablässig, wenn ich an meine Brüder denke, an die Leute meines eigenen Volkes. Für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein. So we're going to read from Romans 9, verse 1 to 3. I tell the truth in Christ, I am not lying. My conscience also bearing me witness in the Holy Spirit, that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ, for my brethren, my countrymen, according to the flesh, the one is right. Paulus leistet in dieser Passage also Fürbitte für sein Volk. So Paul is really interceding here for his people. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt das heute im Vordergrund stehende Thema sein soll, dennoch wird es in die Richtung gehen, so viel schon mal vorweg. Yeah, so that isn't really our main topic for today, but we're going to be talking about that as well. Es wird ja also die ein oder andere Schleife geben, und das werdet ihr dann gleich sehen. There will be loops, and but you will know. Okay, you guys are gonna loop around. Um hier Paulus nochmal zu zitieren, er berichtet hier darüber, dass sein Herz von tiefer Traurigkeit erfüllt sei, dass ihn unablässig quäle, dass seine Brüder sich im Grunde gegen Jesus entschieden haben, ihn beziehungsweise abgelehnt haben. Yeah, so Paul is saying here that his heart is filled with such deep sadness and he's really tormented because his people, his brothers and sisters, have essentially decided against Jesus and rejected Jesus. Und insbesondere Satz 2 des dritten Verses, für sie hätte ich es auf mich genommen, verflucht und für immer von Christus getrennt zu sein, transportiert hier so ziemlich die Dringlichkeit seines Anliegens. Yeah, and especially in verse 2, verse 3, we can really see how intense he feels, the urgency when he says that he would wish that he was accursed. He would rather go to hell and be separated forever than for all of his Jewish people to reject Christ. Und der für uns heute wirklich springende Punkt ist der, dass es erstens ein tiefer Herzenswunsch seinerseits gewesen ist. Und es interessanterweise vor allem zum Nutzen anderer geschieht. Yeah, so the important part for us today, this point, is that such this deep heartfelt desire that he has for the others, and it's also interesting to note that he doesn't pray for himself. Genau, er betet nämlich überhaupt gar nicht für sich selbst an dieser Stelle, sondern betont hier so ziemlich detailreich, was er alles an Nachteilen auf sich nehmen würde, sollte es denn so kommen, dass sein Volk zu Christus findet, ihn beziehungsweise annimmt. Yeah, so yeah, he really doesn't pray for himself at all at this point. Quite the opposite. He's showing us even the depths that he would go to and the disadvantages he would take upon himself in order, if that were possible, in order to bring the Jewish people to God. Und was macht Paulus? Wir kennen Paulus, er predigt viel, er reist durch die Gegend und evangelisiert. Yeah, we know Paul. He travels around, he evangelizes, he prays. Genau, er betet als allererstes. Das ist quasi seine erste Anlaufstelle. Er fleht zu Gott, wie er es in Römer 10, Vers 1 beschreibt.
Yeah, he prays. That is the main thing he does. He's praying. That's the first thing he does, is to call on God, to beg God, to plead with God in prayer. Und er sagt in Römer 10, Vers 1, liebe Geschwister, ich wünsche von Herzen und flehe zu Gott, dass die Angehörigen meines Volkes gerettet werden. Flehe zu Gott ist hier der springende Punkt. Yeah. And in Romans 10, we see, he says, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. And that's his heart's desire. He's really pleading with God. That is what he wants. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Hat es denn sofort jetzt was verändert? Hat es sofort dazu geführt, dass die Juden alle zu Christus gefunden haben und ihn verehrt haben? Yeah, now it's like a million-dollar question. Did everything actually? Yeah, did the Jews turn to back to God? Did they accept the Lord Jesus? Und leider, leider, leider muss man hier dazu sagen, dass das nicht immer der Fall ist. Yeah, as you can see, unfortunately, that didn't happen. Das heißt, nicht automatisch wird alles immer gut. Yeah, so it's not always going to be good automatically. It's not always going to happen straight away that what we pray for will actually happen. Und um das auch gleich vorwegzunehmen, das ist eine Frage, eine tief theologische Frage, die ich heute gar nicht beantworten kann, beziehungsweise auch gar nicht will, weil ich mich dazu theologisch, fachlich gar nicht in der Lage sehe. And that's a really deep theological question that I'm not able to, and I'm not even going to try to answer that this morning. Festzuhalten bleibt aber, dass Gottes Wirken zunächst einmal vollkommen souverän ist, es auch für unseren begrenzten menschlichen Verstand nicht immer unbedingt nachvollziehbar ist, was passiert. Das kann man erstmal so in Stein meißeln, das ist einfach so. Und well, we can hold firm to the fact that we know that God is completely sovereign, and the way He answers prayer is not maybe always something we can understand with our limited understanding. We know that that God is sovereign. We have to trust in that. Wir können also nicht alles nachvollziehen, was in unserem Leben passiert, beziehungsweise wir beten vielleicht für Dinge, aber das Gegenteil passiert. Also das sind einfach Realitäten, denen wir uns stellen müssen, auch als Christen. Yeah, the reality is that we can pray for something, but it might not happen. Da mögen jetzt manche einwenden, okay, dann kann ich mir das Beten auch gleich ganz schenken, das bringt doch eh nichts. Yeah, and some people might then think, well, like, why should I even pray then? It doesn't even do anything. Das wiederum würde ich sagen, ist ja dann allerdings auch die falsche Schlussfolgerung, sondern es ist eher genau das Gegenteil der Fall. Yeah, but that would also be the wrong attitude, the wrong conclusion to draw. Ein berühmter Mönch, den ihr alle kennen dürftet, hat hier zum Thema Gebet verschiedene Zitate zu Protokoll gegeben. Yeah, there's a famous monk that you probably all know, Martin. Oh. You said some things about prayer. Genau, Martin Luther. Und zwar hat er jetzt zwei bezeichnende Zitate genannt, die ich einfach mal zum Besten geben möchte. Yeah, so here's some quotes from Martin Luther. So wie es das Geschäft der Schneider ist, Kleider zu machen, und das Geschäft der Schuster ist, Schuhe zu reparieren, so ist es das Geschäft der Christen zu beten. Yeah, so Martin Luther said, just as the tailor's business is to make clothes, and the shoemaker's business is to repair shoes, it is the business of Christians to pray. Und das Zitat, was ich persönlich noch viel besser finde, ist das, was jetzt folgt. Yeah, and the quote that I personally find much better is the one that's following. Ich habe so viel zu tun, dass ich die ersten 3 Stunden im Gebet verbringen muss. I have so much to do that I shall spend the first 3 hours in prayer. Martin Luther ist in diesem Fall nicht der Einzige, der auf die Wichtigkeit des Gebets hinweist. Yeah, Martin Luther is not the only one who talks about the importance of prayer. Auch viele andere berühmte Persönlichkeiten, deren Namen uns eigentlich allen ein Begriff sein dürfen, verweisen auf die Wichtigkeit des Betens. Yeah, there are many others whom we know from church history who also tell us how important it is to pray. Unter anderem Calvin, Spurgeon, Dietrich Bonhoeffer. For example, Calvin or Spurgeon or Bonhoeffer. Aber warum machen die das? Why do they do that?
Und hier soll es jetzt erstmal darum gehen, nur so stichpunkteartig, was bezweckt Gebet eigentlich? Wofür ist es da? Yes, just a few like bullet points. What is the purpose of prayer? Why is it there? Erstmal ist es einfach Kommunikation mit Gott. Yeah, firstly, it's communication with God. Es ist darüber hinaus allerdings auch ein Ausdruck des Glaubens und Vertrauens auf Gott. It's also an expression of our faith and our trust in God. Es ist vor allem auch Beziehungspflege sozusagen, also eine Stärkung der Beziehung zu Gott, indem wir regelmäßig vor ihn kommen, unsere Anliegen vortragen, ihm danken. Gebet kann vielgestaltig sein. Yeah, it's also a way how we can build our relationship with God, how we can strengthen our relationship with God when we come to him and we thank him. Und da so in ziemlich jedem Leben irgendwann mal zur Frage kommen wird, in welche Richtung soll es gehen, beruflich, privat, wie auch immer. Es ist schlau, als erstes Gott zu fragen, was er denn dazu meint. Oh, yeah, whatever decision we need to make in life, if it's about our career or something personal, something in our private life, then it's always good to go to God first and ask God. Denn wir mit unserem begrenzten Verstand können vielleicht gar nicht alle Konsequenzen zuverlässig abwägen. Yeah, because we have limited understanding and we don't always know the consequences and everything that happens. Und ich hatte eingangs erwähnt, dass es vor allem um Gebet gehen soll, in Zeiten, in denen es vielleicht nicht unbedingt rund läuft, in denen es vielleicht sogar fatal läuft. Yeah, so we started by looking at one case where maybe it didn't, where with prayer it didn't seem to work or to go as hoped. Dann ist es sogar umso wichtiger, im Gebet vor Gott zu kommen. Denn dort können wir Frieden und Trost erfahren. But then it's actually in this case it's actually even more important to come to God and pray, because then we can also experience his comfort. Wir können uns geistig kräftigen lassen, wenn wir vielleicht am Boden liegen. Yeah, we can really strengthen ourselves when we're maybe completely depressed. Und dieses Gesamtpaket ist es, was Gebet eigentlich ausmacht. Yeah, all of these things really make up prayer. Jetzt möchte ich einmal kurz darauf eingehen, was eigentlich die Bibel zum Thema Gebet sagt. Yeah, but first I just want to also look at what the Bible actually says about prayer. Ich habe hier exemplarisch 4 Bibelverse rausgesucht, obwohl es viele weitere gibt. There are many verses about prayer, but I've just chosen 4 examples. Ich möchte beginnen mit 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. So the first one is 1 Thessalonians, chapter 5, 16 to 18. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar an allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Ich habe hier unterstrichen, betet ohne Unterlass. Yeah, and I really underlined here, pray without ceasing. Denn das ist das, was Gottes Hand bewegt. Because that, okay, because that, Er weist ihn noch darauf hin, seid allezeit fröhlich, seid dankbar in allen Dingen. Und ich glaube, dass das auch aus Gebet erwachsen kann, auch wenn wir uns vielleicht nicht danach fühlen. Yeah, and also just, you know, rejoice always, in everything give thanks. And this comes out, this is a product of prayer, this comes out when we pray without ceasing. Weil das ist sowieso grundsätzlich das, was am wichtigsten überhaupt ist. Und das ist einfach unser Vertrauen in Gott. Und Gott hat die Kontrolle, Gott hat die Macht und wir können uns ihm ganz anvertrauen. Because that is really the most important thing, that we can trust God, God has the control, we can put our life into his hands. Ich fahre fort mit 1. Johannes 5, Verse 14 bis 15. So the next verse was 1 John, chapter 5, 14 and 15. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbeten haben, dass wir von ihm erbeten haben. Okay, verse 14. Now this is the confidence that we have in him,
that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of him. Es ist zwar das erste Mal, dass ich predige, aber nicht das erste Mal, dass ich eine Predigt über das Thema höre. It's the first time that I preach, and it's also the first time that I hear a sermon. Und ich weiß, dass es mal. Oh, sorry, it's not the first time I hear a sermon over about prayer. Yes. No. Jetzt bin ich kurz aus dem Konzept. Ich weiß, dass das hier auch eine Art streitbarer Vers ist, weil wir bekommen das, was wir bitten, es muss aber im Einklang mit seinem Willen stehen. Also. Yeah, I know that this is a kind of difficult verse. That, you know, if we ask for anything according to his will, he hears us. Ich glaube, dass wenn wir Zeit im Gebet verbringen und wirklich diszipliniert, ich glaube, dass Disziplin erfordert, beten. Yeah, but I believe that when we spend time in prayer and when we're disciplined, and it is a discipline, prayer is a discipline. Dann werden unsere Wünsche irgendwann im Einklang mit Gottes Willen stehen. Yeah, then our will also be brought into line with God's will. Es ist also nicht so, den Ferrari hätte ich gerne. Und dann gehe ich ins Gebet. It's not like we're praying for a Ferrari. And then we, yeah. Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. In Mark 11:24, we can read, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. Ich glaube, dass das hier in die gleiche Kerbe schlägt wie der Vers zuvor. Yeah, I think this is a little bit connected to the verse before. Denn einerseits müssen wir beten. On one hand we have to pray. Und andererseits müssen wir aber auch glauben. On the other hand we also have to believe. Philipper 4, Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Philippians 4, Vers 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be known to God. Diese vier jetzt exemplarisch und ausgewählten Beispiele in der Bibel betonen insgesamt die Wichtigkeit des Betens. Yeah, so these four examples of verses from the Bible really emphasize the importance of prayer. Und Gebet ist vor allem dann von ganz besonderer Wichtigkeit, wenn unsere persönlichen Lebensumstände alles andere als vielleicht so sind, wie sie sein sollten oder wie wir sie uns wünschen. Yeah, and prayer is especially important when our circumstances are difficult and not really what we hoped for. Und die mich kennen, die wissen, dass mein Leben vor ungefähr etwas über 3 Jahren so ziemlich in die Binsen gegangen ist. And those of you who know me know that about 3 years ago my life was Ohne da jetzt weiter einzusteigen. Aber dieses Thema ist für mich nicht besonders abstrakt. Yeah, without going into too many details, this topic for me is really not just an abstract. Und gerade in vielleicht in Zeiten von Schicksalsschlägen. Yeah, and especially in times of when life, you know, when things are hard, when something bad happens. Dann haben wir im Grunde eine Entscheidung zu treffen. We have a decision to make. Gebe ich Gott die Schuld dafür und bete überhaupt nicht mehr oder wende ich ihm den Rücken zu? Yeah, do I blame God for that and just not even pray anymore? Oder tue ich genau das Gegenteil und wende ich ihm zu und werfe mich ihm quasi wirklich schon bildlich an den Hals? Or do I do the opposite and really cling to God and plead with God and not let God go? Im Grunde kann es an solchen Stationen des Lebens wirklich kriegsentscheidend sein für unsere Beziehung mit Gott. Yeah, and in such cases it can really be a decision for or against God. It can be a very definitive decision that we make.
Das ist natürlich eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit ist auch einfach, dass die Beziehungsqualität zu Gott leidet. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass verschiedene Grundannahmen dann eine Rolle spielen können. Vielleicht auch Vorwürfe. Yeah, from my personal experience, I can say that certain things can influence that. You can, Und berühmte Dinge, die, also nicht berühmte, sondern Sätze, die man, glaube ich, immer wieder hört, sind: Gott meint es sowieso nicht gut mit mir. Yeah, and sometimes we hear these sentences, these lies in our mind. These assumptions, things like, well, God doesn't mean well anyway. Gott ist eh immer zu spät. God is always late. Oder wie konntest du das nur zulassen? Or how could you let this happen, God? Und man muss dazu sagen, irgendwo haben diese Fragen auch ihre Berechtigung. Sie sind einfach nur menschlich, dass solche Fragen aufkommen. Yeah, these questions are obviously they're very human. They come naturally. Sie werden also zu jedem menschlichen Erleben einfach natürlicherweise dazu. Yeah, and so we do hear these questions in our minds. Diese Aussagen sind aber allesamt falsch, das muss man dazu wirklich klipp und klar sagen. Yeah, but all of these are their lies. Und zu dem Satz, Gott meint es sowieso nicht gut mit mir. Yeah, the sentence, for example, God doesn't mean well with me. Es ist eine Realität, dass auch Christen schlimme, vielleicht sogar schlimmste Dinge passieren. Yeah, it is reality that bad things, even really terrible things, do happen to Christians as well. Fest steht aber auch, dass Gott niemals der Urheber etwas so Üblem sein kann. Yeah, but we know that God is not the author of these evil things that can happen. Eine solche Annahme, und das hört man leider doch immer wieder, pervertiert Gottes Charakter. Yeah, and this assumption, we hear it again and again, but this assumption perverts the character of God. Gott lässt also nicht irgendwas total super, wirklich undenkbar Schlimmes passieren, damit wir zum Beispiel einen Lerneffekt haben. Yeah, God doesn't let very awful, terrible things happen to us so that we can learn from them. Es ist möglich, dass wir was lernen, aber es war nie Gottes Intention, das durch den Schicksalsschlag zu erreichen. Yeah, we can learn from these things, but it was not God's intention through these bad things. We have to learn. Gott ist immer zu spät. Yeah, another lie was God is always late. Kann ich auch verstehen, dass man das vielleicht mal denken mag. And I can understand this, and that people can think. Gottes Zeitplan ist aber nicht, also unser Zeitplan ist nicht Gottes Zeitplan. Yeah, but our timeplan, our schedule is not the same as God's. Und Gott ist somit auch niemals zu spät. God is never too late. Auch wenn unsere Vorstellung davon vielleicht deutlich abweichen mag. Gott berücksichtigt hier also wahrscheinlich, oder davon gehe ich mit einer Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, Dinge, die wir vielleicht gar nicht im Schirm haben. Gott berücksichtigt also in seinem Zeitplan Dinge, die wir vielleicht gar nicht berücksichtigen würden. Das heißt, auch hier sind wir am besten beraten, indem wir Gott einfach Vertrauen schenken, dass sein Zeitplan schon der richtige sein wird. Und fest steht sowieso, dass Gott es stets gut mit uns meint und das Beste für uns im Sinn hat. Yeah, we know that God always has and wants the best for us. We always know that. Und uns als Christen ist die Ewigkeit versprochen, also quasi eine Ewigkeit bei unserem Schöpfer im Himmel. Yeah, and God has promised us Christians an eternity with Him in heaven. Und das ist das Beste, was uns sowieso überhaupt versprochen wird. And that's the absolute best thing that we've heard. Etwas, woran wir uns, glaube ich, auch festhalten, nicht leugnen. And there's something that we should hold on to. Das Leben birgt viele, viele Unsicherheiten. Yeah, life is unsure. There are so many uncertainties.
Und als also mit einem ausgeprägten Sicherheitsbedürfnis, wie ich das beispielsweise auch persönlich habe. And personally, I have a strong need for security. Security. Kann das Leben also den einen oder anderen Konflikt verursachen? Yes, I've been running into conflicts in life. Ich habe also in diesem Punkt auch viel lernen dürfen. So we have to learn a lot in this point. Und ich glaube, wenn wir unseren Fokus auf Jesus richten. When we keep our eyes are focused on the Lord Jesus. Was soll dann letztlich eigentlich noch passieren? Yeah, what can happen to us? Wenn das Schlimmste ist, dass ich sterben könnte. The worst thing is that we can die. Wie Paulus es auch sagt, Paulus, glaube ich, sagt es, das ist gerade ein spontanes Zitat. Das Sterben ist mir Gewinn. Yeah, and Paul said, you know, to die is to gain. Das war so nicht geplant, jetzt muss ich mich erstmal wieder sortieren. I didn't plan that, so I just need to look back where I am. Wir können also mit allen Anliegen, die wir haben, vor Gott kommen. Wir sollen das sogar so tun. Yeah, all of these things we should bring before God. We should come before God. Und in vollem Vertrauen eben darauf, dass Gott eben einfach auch gut ist. Yeah, I really trust. We know that God is good. Und diejenigen, die Kinder haben, werden den folgenden Vers vermutlich nachvollziehen können. And those of you who have children probably can see yourselves in this next verse. Matthäus 7, Verse 9 bis 11. Matthew 7, 9 to 11. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? What man is there among you who, if he asks his son, if his son asks for bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Gott ist gut. God is good. Und auch wie ich es vorangestellt schon erwähnt hatte, wenn unsere Vorstellungen vielleicht abweichen von dem, was Gott in unserem Leben tut. Yeah, and even when in our imagination or the way that we plan it, God does things in a different way. Bleibt am Ende doch stehen, dass Gott einfach gut ist und es gut mit uns meint. Yeah, but God is still good and he means good things with us. Und da haben wir die Wahl, ihm zu vertrauen. Yeah, we have the choice to trust him. Gebe ich Gott also die Schuld für das, was passiert, oder nicht? Yeah, do I blame God for what has happened? Or not? Und auch hier möchte ich dazu sagen, dass es erstmal menschlich vollkommen legitim ist, vielleicht frustriert zu sein, desillusioniert zu sein. Aber die beste Anlaufstelle für ehrliche Gefühle und ehrliche Eindrücke, die ich vielleicht dann gewinne, Gott kann das aushalten und Gott will sogar, dass wir als erstes damit zu ihm kommen. Yeah, it is completely legitimate that we have frustration or disillusionment. But in these times we should be honest and come to God honestly with our feelings. Bring those honest feelings of our frustration and our disappointment maybe. Bring them to God. Und dazu muss man auch sagen, man kann Gott sowieso nichts vormachen. Man kann Gott sowieso nichts vormachen. Yeah, we can't. Er weiß doch sowieso, was in unserem Herzen vor sich geht. God knows what is in our hearts. Das heißt, da können wir auch Druck rausnehmen an der Stelle. Yeah, so we can just take the pressure out and not try and we don't need to be fake with God. Ich weiß nicht, auf wen das zutrifft. Auf mich hat das getroffen. I don't know if that helps you, but it means so to me. Und letztlich ist es in der Beziehung mit Gott so wie bei jedem guten Eheversprechen. Yeah, our relationship with God is also a little like our relationship to our spouse. Ein paar von uns wurden erst gestern Zeuge nach Hochzeit.
Some of us were the wedding yesterday. Und ein Teil des Versprechens, was allen geläufig sein dürfte. Yeah, and part of the promises, the vows that the couple made to each other. Ist in guten wie in schlechten Zeiten. Is in good times and in bad times. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Schlechte Zeiten werden kommen, nicht nur in der Ehe, sondern auch im Leben generell, in unserer Beziehung mit Gott. Ja, we have to accept this will also happen. We will have bad times, also in our relationship with God. Die mögen vielgestaltig sein und können immer irgendwann irgendwo eintreffen. It may look different. Yeah, it may look different, but Und vielleicht kann man schlechten Zeiten sogar was Positives abgewinnen. Yeah, we can use these bad times for something positive. Ohne das zu verharmlosen oder ohne zu sagen, das ist wünschenswert. Ich wünsche das niemandem, wirklich. I would not want that for anyone. Aber leider ist es doch meist so, dass wir insbesondere dazu neigen, Gott links liegen zu lassen. Wenn sowieso alles läuft, Gott brauche ich ja gar nicht. Yeah, but it's often so that when things are going well with us, sometimes we leave God behind. Und das Beste, was uns passieren kann, wenn herausfordernde oder schwierige Zeiten kommen. The best thing that we can do when we have difficult times. Dass wir Gott entgegen doch brauchen. Yeah, so we realize that we do need God in our lives. Die fatalste Auswirkung oder die fatalste Schlussfolgerung wäre, the most fatal conclusion that we could come to. Jetzt will ich mit Gott überhaupt nichts mehr zu tun haben. Is when we'd say, oh, I don't want anything to do with God. Im jüngsten Open Doors Heft sozusagen. In the latest Open Doors magazine. Geht es speziell, interessanterweise, speziell um Gebet für Christen in Verfolgung. It's looking especially at prayers for Christians who are being persecuted. Denjenigen Christen also, die vor allem wegen ihres Glaubens leiden. Yeah, so the Christians were really suffering for their faith. Teilweise wirklich ausschließlich deswegen. Primarily because of their faith. Ich habe erst vor ein paar Monaten ein Buch gelesen, Heavenly Man von Bruder Jung. So a few months ago I read a book, Heavenly Man from Brother Jung. Ich weiß nicht, wenn das ein Begriff ist, ist es auf jeden Fall eine absolute Leseempfehlung. I don't know if you know that, but I can really recommend the book. Und das Tatsachen, oder ich es als Tatsachenbericht annehme, I take it as a fact. Okay, I take it as a fact. War ich doch teilweise erschrocken darüber, was dieser Mensch hat durchleben müssen. Yeah, I was really shocked to read what this man had gone through. Und das ist nur ein Beispiel vieler Millionen Menschen, die wirklich Leid erdulden müssen. Yeah, that's just one example of millions of people who really suffered for their faith, for being a Christian. Im Grunde ist die ganze Kirchengeschichte voll. The whole church history is full of persecution. Menschen, die leiden, einfach nur, weil sie sich zu Jesus bekennen. Yeah, people who have been persecuted just because they confess faith in Jesus Christ. Und zumeist ist es ja dann so, dass das Übliche noch oben drauf kommt. Yeah, and then things can happen on top. Unser Glaubenleben ist also nicht immer, ja, problemlos zu meistern. Yeah, and a life of prayer is not it's not always easy to have. Und was ich interessant fand an diesem Heft ist vor allem, dass der Präsident dieses Hilfswerks Open Doors. What I found interesting about it was the president of this Open Doors. Hat zu Protokoll gegeben, dass das erste Rom verfolgte Christen bitten. Said that the first thing that persecuted Christians often ask for. Interessanterweise Gebet ist. Is prayer. Und
auch Bruder Jun in seinem Buch and also in the book by Heavenly Man, betont auch er die Wichtigkeit des Gebets und gibt auch viele exemplarische Beispiele, wie ihn das durch wirklich Zeiten der übelsten Gefängnisbehandlung getragen hat. Yeah, Brother Young also really emphasizes the importance of prayer and how even through the most terrible things of torture in prison. Teilweise wird einem wirklich, wenn man das liest, schlecht. Sometimes when you read parts of the book, you really feel physically sick. Ich weiß nicht, wie es ihm heute geht, aber ich glaube, dass sich vieles für ihn auch zum Guten gewandt hat. Yeah, I don't know how he is today, but I think things have got better. Soweit ich weiß, wohnt er in Deutschland mit seiner Familie. Ist in seinem Leben oder vor allen Dingen in China dem Tod aber das ein ums andere Mal von der Schippe gesprungen. Auf diesem Heft, was ich eben, wovon ich eben berichtet habe, berichtet ein gewisser Frederick aus Kenia. So in this Open Doors magazine, there's one report about a Frederick in Kenya. Und er sagt, and he said, ohne Gebete wäre ich nie bis hierher gekommen. Ich wäre schon am Anfang zusammengebrochen. Yeah, so he said, without prayers, I would never have gotten this far. I would have already collapsed at the beginning. Zu seinem Hintergrund. And his background is, er hat einen islamistischen Anschlag auf seine Uni überlebt. He survived an attack by Islamic extremists on his university. Und hat Überlebende daraufhin auch noch seelsorgerlich begleitet. Yeah, and then he helped other survivors with pastoral care. Und das, was man so aus den Nachrichten kennt, auch wenn Bilder auf der Fixit sind. Yeah, and in this situation. Dann wird das nicht keine harmlose oder leicht zu verdauende Erfahrung gewesen sein. Yes, this would not have been an easy experience. Und wie verständlich wäre es jetzt für Frederick aus Kenia zu sagen, die knöpfe ich mir vor, einen nach dem anderen. Yeah. Yeah, Frederick from Kenya could have reacted in a very different way. Gründe die nächste Miliz und jag einmal durch das Islamistenlager. Yeah. Maybe he would have wanted revenge. Oder vielleicht auch verbittert zu sein darüber, was er hat erleben müssen. Yeah, well, he could have been bitter. That would have been totally understandable. Das gilt auch für die Christen, die unter Nero gelitten haben und im Kolosseum auf grausamste Art und Weise hingerichtet worden sind. Yeah, we know also from the Bible, from church history, how some Christians were persecuted in the time of Rome. Die erste menschliche Reaktion ist Hass, Verbitterung und dafür nehme ich Rache. Yeah, the first response as a human would be, you hate, you want revenge, you're bitter. Das ist aber absolut überhaupt nicht das, was für uns als Christen gilt. But this does not apply to us as Christians. Lukas 6, Verse 27 und 28. Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Yeah, in Luke 6, Verse 27 and 28, we read, Jesus says, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, and pray for those who spitefully use you. Das steht unserer menschlichen Natur diametral gegenüber, was hier quasi angefordert wird. Yeah, this is completely opposite our normal natural human reactions. Also es ist immer auch eine Entscheidung. Wenn unser Innerstes schreit, das bloß nicht. Yeah, so it's really a decision that we have to make inside. Und Gott kann eben genau das bewirken, dass wir wirklich unsere Feinde lieben. Yeah, and God can work this miracle in our hearts, that we really can love our enemies. Dass wir denen Gutes tun, die uns hassen und die segnen, die uns verfluchen. That we can really do good to those who hate us. Und vor allem für die beten, die uns schlecht behandeln. Yeah, and pray for those who use us in a bad way. Denn Gott kann Dinge bewirken, die wir uns nicht mal im Entferntesten vorstellen können. Yeah, because God can do things that we can't even imagine.
Er kann Menschen zu sich ziehen und sozusagen zu Christen machen, bei denen wir das vielleicht niemals auch nur mit Fernsten für möglich gehalten hätten und aufgrund ihrer Taten nicht mal vermuten würden, dass sie da überhaupt drüber nachdenken. Yeah, God can really draw people to himself that we would never have imagined is possible. But, people we think would never come to God. God is able to do that. Und was mir an der Stelle auch wichtig ist zu sagen, wir selbst sind auch nicht ohne Fehler. Wir haben vielleicht auch anderen schon wehgetan. Yeah, it's also important to realize that we ourselves are not perfect. We've also hurt other people. Und ich glaube, sich das zu vergegenwärtigen, ist immer, immer eine gute Sache. Epheser 3, Vers 20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. In Ephesians 3, 20, we can read. To him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Gott verliert nie den Überblick, nie die Kontrolle, und auch wenn wir das vielleicht vermuten würden, ist das eine Lüge. Yeah, God never loses his oversight over everything, and even if we think that, that is a lie. Und selbst wenn alles links und rechts von uns zu Brüche geht. Es ist dennoch die Wahrheit, dass Gott die Kontrolle hat. It is true that God is in control. Und es ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig zu betonen, Gott ist gut, das dürfen wir niemals vergessen, auch wenn das vielleicht nicht so aussehen mag. Yeah, it's also good just to remember, I just really want to emphasize this, that God is good. We can never forget that, we know God is good. 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Yeah, in 1 John 4, Vers 16, we can read. And we have known and believed the love that God has for us. God is love. And he who abides in love, abides in God. And God in him. Hier wird Gott mit Liebe gleichgesetzt. Als Wesen, nicht mehr als Wesensart, sondern als das Sein der Liebe. Yeah, here God, God's character, God is love. That is God's character. Yeah. God is love. That's who God is. Und da ich die Liebe als Gottes Wort wahrnehme, behauptet es Gott letztlich von sich selbst. Yeah, and we can believe that in the Bible. The Bible tells us how God is. That is God's word to us. Und wir alle dürfen eine Vorstellung davon haben, was Liebe ist. You all have an idea of what love is. Und eine ziemlich genaue Definition liefert die Bibel hier auch gleich mit. Yeah, but the Bible also defines love for us. Und beschreibt damit allerdings auch gleichzeitig Gottes Wesen und auch Gottes Natur irgendwo. Yeah, also describes how God is, God's character, his essence. Die Stelle werden wir vermutlich alle schon mal gehört haben. 1. Korinther, Vers 13. So 1. Korinther, 1. Korinther 13, Kapitel 13. Chapter 13. No. Ab Vers 4. So 1. Korinther 13, von Vers 4. Und dann bis Kapitel Ende. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Und was wir erkennen, sind nur Bruchstücke, und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube,
Hoffnung, Liebe. Diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. So 1 Corinthians chapter 13, verse 4. Love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity. But rejoices in the truth. Bears all things. Believes all things. Hopes all things, endures all things. Love never fails. But where there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. For we know in part, and we prophesy in part. But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away. When I was a child, I spoke as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put childish things away. For now we see through a glass, darkly, but then we shall see face to face. Now I know in part, but then I know even as I also am known. And three things remain, hope, faith, and love, these three. But the greatest of these is love. Und wenn wir das so lesen, and when we read that, da geht es mir persönlich so, dass ich, ja, wenn ich mir vorstelle oder vergegenwärtige, dass das Gott sein soll, was wir gerade gelesen haben. Yeah, when I imagine or try to understand that is God. Dann ist das ja wohl das absolut Beste, was mir überhaupt passiert. And yeah, then it's the best thing that can ever happen to me. Und wer könnte vertrauenswürdiger sein als Gott selbst, der diese Dinge von sich behauptet? Liebe in Perfektion sozusagen. Yeah, who can we trust more than God? He's written these things about himself, you know? He is love. Und es ist natürlich irgendwo auch ein Aufruf an uns, dass wir lieben sollen. Yeah, it's also a call to us that we should also love. Aber sind wir dazu überhaupt in der Lage, einfach so, aus purer Gewissensentscheidung? Are we able to do that? Just to decide, okay, yeah, now I'm going to start loving? Da glaube ich, steht klipp und klar, ist nein. Yeah, I think we can all say no. Das menschliche Unvermögen ist größer als der vielleicht wirklich auch vorhanden sein könnte. Yeah, we know that we might want to do that, but we're not able to do that. Und ich glaube, das ist im Prinzip des ganzen Christentums, dass wir Gott in uns wirken lassen müssen, dass Gott die Kraft ist, die in uns zur Geltung kommen soll. Yeah, we have to allow God to be the one to change us. He has the power to change us, and that is part of growing as a Christian, allowing God to change. Er kann unser Wesen verändern, unser Denken, Handeln, uns eigentlich komplett umkrempeln. Yeah, he can change our nature, our being, our thoughts, our actions. Und um jetzt wieder den Bogen zu schlagen Richtung Beet. And just to come back then in our little loop. Es ist eben wichtig, dass wir uns im Gebet erstmal selbst verändern lassen, dass wir für andere in Sachen Fürbitte eintreten, insbesondere vielleicht auch für verfolgte Christen, für diejenigen, die wegen ihres Glaubens jeden Tag massiv leiden müssen. Yeah, so just to come back to prayer then, that we have to, or you know, we should pray, especially for other Christians, for persecuted Christians, the ones who are suffering so much. Und ich behaupte das jetzt hier so stark. Yes. Für andere beten, nur an andere denken, Altruismus pur. Yes, yeah, so I'm just being very altruistic and saying, you know, we should pray for everyone, pray for people. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, dass wenn das Leben zusammenbricht. Yeah, but I know from my experience that when your life takes a turn. Und dann seine Denken so eingeengt ist. Yeah, and you're thinking, you're so focused on this thing. Dass man vielleicht manchmal auch einfach nicht die Kapazitäten hat. Yeah, but you don't have the capacity. Und das ist einfach das, was ich meine mit unserem menschlichen Unvermögen. Yeah, that's what I mean when I talk about just our human nature. Und deswegen bleibt es umso wichtiger, um für solche Zeiten gewappnet zu sein. And so it's just even more important in these times that we are
Mit dem Status quo, also nicht zufrieden zu sein in der Beziehung mit Gott. Yeah, that we're not just comfortable, we're not just complacent in our relationship with God. Sondern wenn wir wirklich in Zeiten der Not gute Christen sein wollen, in Anführungszeichen. But if we really want to be good Christians, like, dann ist es einfach wichtig, dass wir unsere Beziehung mit Gott aufpflegen. Yeah, then it's really important that we work on our relationship, that we are not dependent on God, that we nurture the relationship with God. Ich bin mit meinem Skript durch. Okay, so I've read all my notes. Und ich hoffe, dass ich es ja gut vermitteln konnte, was ich hier, also mein Anliegen vielmehr. Yeah, I hope that I could bring across what I wanted to share with you this morning. Und sollte mir das nicht ganz so gut gelungen sein, bitte ich um Nachsicht, das war schließlich mein erstes Mal. Yeah, if there's anything else.